Moin ihr Lieben, so lange versprochen, endlich ist es da, mein Video zu meiner Treibholzlampe und wie ich die drei Glühbirnen an ein Kabel angeschlossen habe. Ich werde so vorgehen, dass ich erst kurz auf die fünf Regeln der Elektrotechnik eingehen werde und dann werde ich euch genau zeigen, wie ihr auch zwei oder mehr Glühbirnen an ein Kabel schließen könnt. So wichtig bei Strom, die fünf Regeln der Elektrotechnik einzuhalten. Erstens ist das Freischalten, das heißt klar, Sicherung raus und nicht nur den Lichtschalter aus, sondern Sicherung raus von eurem Arbeitsbereich. Zweitens gegen Wiedereinschalten sichern, also sagt auch eurer Oma, dass ihr einen Sicherungskasten, dass ihr den ausgeschalten habt, dass ihr am Strom arbeitet, macht ein Schild hin und sichert ihn gegen Wiedereinschalten. Dann müsst ihr die Spannungsfreiheit allpolig feststellen, also nicht nur mit diesem einpoligen Glimmschraubenzieher, was auch immer, den ihr bestimmt von eurem Papa alle kennt, oder ich zumindest, sondern einen zweipoligen Spannungsprüfer verwenden. Der vierte Punkt ist Erden und Kurzschließen, der macht eigentlich nur Sinn ab 1000 Volt und auch das benachbarte, unter Spannung stehende Teil abdecken oder abschranken. Fünftens, ja, reicht bei unter 1000 Volt, wenn man das mit ihren leeren Tüchern oder sowas macht. Genauer werde ich darauf eingehen in einer PDF, die ihr downloaden könnt auf meiner Homepage, wenn ihr mehr darüber wissen wollt. So, jetzt aber zum Anschließen der Lampe. Solltet ihr hier ein ganz neues Kabel verwenden müssen, schneidet euch einfach ein Stück mit der Kombizange ab. Den Mantel von der Lampe bitte ganz vorsichtig mit dem Teppichmesser einritzen und wirklich nur ganz vorsichtig und dann knicken und dann öffnet er sich eigentlich von alleine. Achtet darauf, dass ihr die Adern, die Leitern, die da drunter liegen, nicht verletzt werden. Sollten die irgendwie kaputt sein, schneidet es nochmal ab und macht es nochmal neu. Die dürfen wirklich nicht offen liegen. So, jetzt werden zwei oder drei, manchmal sogar fünf Leiter zum Vorschein kommen. Dieses Video gilt jetzt nur für Kabel mit zwei oder drei Leitern. Auf die verschiedenen Farben und Funktionen der Leitern werde ich später eingehen. Jetzt erstmal zum Abisolieren. Hier nehmt ihr eine Abisolierzange und schaut genau, wie viel ihr abisolieren müsst. Meistens steht das auf der Vago-Klemme oder Steckklemme oder der Lüsterklemme, welche auch ihr verwenden wollt, drauf. Wie lang der abisolierte Bereich sein muss. Darauf zu achten ist, dass dieser nicht zu groß ist. Ist er zu groß, liegt nämlich etwas vom offenen Draht plank und ist er zu kurz, hält es nicht wirklich gut in der Steckverbindung. Wie ihr sehen könnt, handelt es sich bei meinen Leitern um feinadrige Leitern. Das heißt, es ist nicht eine einadrige Leiter, die ist nicht so flexibel, stabiler und ist nur ein Draht. Feinadrige Leitern bestehen aus mehreren Drähten. Wichtig, feinadrige Leitern dürft ihr nur mit Vago-Klemmen verwenden, die diesen Kippschalter haben, aber keine Steckschalter oder Lüsterklemmen. Wollt ihr oder müsst ihr doch Lüsterklemmen verwenden, weil eure Endlampe zum Beispiel, wo das angeschlossen werden soll, mit einer Lüsterklemme verbunden ist, dann müsst ihr Ader-Endhülsen anbringen. Da einfach schauen, dass die Ader-Endhülse die gleiche Dicke hat wie euer Draht, den dann einfach draufstecken und mit einer Krimpenzange oder einer Ader-Endhülsenzange befestigen. Und was ich leider und nervigerweise immer wieder mache, ist dieses Verdrillen von den kleinen, feinen Drähten. Also das ist völlig unnötig und eher ungeschickt, weil es den Draht ein bisschen dicker macht und es noch schwieriger macht, die Ader-Endhülse anzubringen. So, jetzt ein kurzer Blick auf die Leiter, die verschiedenen. Also ganz entscheidend ist einfach der braune Leiter, das ist der Außenleiter, die Phase, da kommt der Strom her. Der grün-gelbe, das ist der Schutzleiter PE. Häufig, auch Erde genannt, in manchen Endlampen gibt es keinen Schutzleiter. Also wenn die aus Plastik sind, braucht es eigentlich keinen Schutzleiter. Dann sind die einfach nicht dabei, also nicht erschrecken. Wichtig ist, wenn ein Schutzleiter dabei ist, der sollte immer ein bisschen länger sein, dass falls die Lampe doch mal abreißen sollte, dass der Schutzleiter als letztes abreißt. Das heißt, dass der Strom noch abgeleitet werden kann. So, dann haben wir den blauen, die blauen Leiter, das ist der Neutralleiter mit N. Also bei Lampen, wo L und N gekennzeichnet ist, einfach entsprechend den braunen L an, also den braunen an L und den blauen an N schließen. So, nun aber zum Verkabeln der Treibholzlampe. Und zwar ganz einfach. Ich habe diese Vago-Klemmen mit diesen Hebeln genommen. Da kann ich nämlich einfach die feinädrigen Leitern reinlegen. Wichtig, die Treibholzlampe besteht aus drei Fassungen, die unten sind. Da kommen die Neutralleiter, die blauen Neutralleiter kommen alle in eine Vago-Klemme. Und die braunen Phasen kommen alle in die andere Vago-Klemme. Es gibt genau fünf Steckplätze bei dieser Vago-Klemme. Und dann nehme ich von oben von der Decke, von der Stromquelle, die braune Phase und packe die
zu den anderen braunen Phasen in die Vakuumklemme mit dazu und den Neutralleiter, den blauen, zu den anderen blauen Neutralleitern. Einfach zumachen, Dose wieder zumachen und dann an die Decke hängen. Und da ist es wichtig, es darf auf diesen Leitungen, auf diesen Kabeln, darf kein Zug drauf sein. Das heißt, unten könnt ihr mit diesen schwarzen Schraubdingern könnt ihr den Zug wegnehmen und oben habe ich ja das Seil. Und an diesem Seil hängt das ganze Gewicht. Jo, und das war's auch schon. Also wirklich kein Hexenwerk. Genau. Falls ihr mehr Informationen braucht, ich habe wirklich alle Informationen als PDFs auf meiner Homepage zum Download und natürlich auch die Treibholzlampe im Videotutorial und auch als PDF auf der Homepage www.madebymyself.de. Alles klar, ich wünsche euch allen eine gute Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder, nächsten Freitag spätestens. Bis dahin, macht's gut. Ciao.